Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Super Mario Sunshine. Ich wünsche euch ein frohes neues Yeah! Ja, wir sind wieder auf Sunshine-Suche, auf Insignien-Suche und ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Porto Doro. Wir sind in Porto Doro anscheinend, okay. Gehen wir da gleich wieder hin. Ja, mittlerweile war Weihnachten, das ist doch ganz toll, ne? Ja, ich bin begeistert. Und ich habe gemerkt, Mann, wir haben in Mario Sunshine nicht wirklich viel geschafft, ne? Ich meine, in 7 Parts, das ist jetzt Part 8, hallo? Da muss noch ein wenig mehr gemacht werden. Mario Morgana, Landgang. Okay, wir müssen Mario Morgana anscheinend fangen und diesmal lasse ich sogar diese Quellen zu. Wow! Im Übrigen lässt sich noch sagen, dass dieser Part, vermutlich wie die anderen auch im neuen Jahr kommt, von daher. Ja, es ist mittlerweile ein neues Jahr und das Let's Play wurde noch nicht veröffentlicht. Von daher war es eigentlich ziemlich unnötig, dass ich das jetzt gesagt habe, denn ihr hättet bestimmt nicht erraten, dass jetzt das neue Jahr angefangen hat. Und jetzt komm her, Mario Morgana. Mann. Cheater. Jetzt müssen wir hier auf dem Dinger da rumlaufen und Mario Morgana kriegen. Das ist ein wenig schwer. Dreht doch bestimmt gleich um, oder? Ha! War's das schon? Das vergesse ich nicht. Ah, das solltest du auch nicht. Hey, komm her. Dankeschön. Juppie, Schein 22. Ne, 21. 21 ist... Oh Gott. Wir müssen mehr schaffen in einem Part. Naja, egal. Ich bin jetzt total natürlich mit voll neuer Energie, weil ich hatte jetzt 3 Wochen keine Kommentation. Aufnahme. Ja. Ich hatte jetzt Zeit, mich zu regenerieren und jetzt geht's natürlich wieder weiter mit einer Mission, die wir nicht schaffen können. Das finde ich doch toll. Yoshi Obstbulus. Obulus. Yoshi ist Obstbulus, so. Ja. Weil. Das ist schön, dass wir noch nicht Yoshi haben. Spoiler. Ich finde die Mission toll. Die hat uns jetzt unser ganzes Leben gespoilert. Mann, ey. Fies. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal in ein neues Level. Haben wir eigentlich schon... Ich glaube, wir haben noch nirgendwo... Ich glaube, wir haben noch nirgendwo die 100 Dings da, ne? Nee. Habe ich aber jetzt auch irgendwie keinen Bock drauf. Ich glaube, hier gab es keine Mission mehr. Nee, nee. Ich probiere es gar nicht erst aus. Daher. Yippie. Ich tue hier rumspannen. Wir haben im letzten Part, glaube ich, den... Haben wir... War das im letzten Part? Egal. Wir haben irgendwann mal hier den Leuchtturm geholt. Und da gehen wir jetzt auch rein in ein neues Level. Wow! Und zwar in Playa de Sol. Dünenwurzeln bauen Sandburgen. Ein toller Name. Okay. Dann gehen wir doch schon mal zu den Dünenwurzeln. Moment, ich will erst mit dem Typen sprechen, der hier voll krass abgeht. Yeah. Hey, du da, verschmutze das Wasser nicht und tritt nicht auf die Dünenwurzeln. Vielen Dank für dein Verständnis. Ja, bitte doch, gerne, immer wieder gerne. So, was hast du denn zu sagen, kleines Kind, das sich gerade in seinem Muschelhaus versteckt? Was ist das? Ein Festival? Okay, lass uns hingehen. So, was sagt der denn da? Ach nee, das ist eine Sie. Ala Delfino wird oft als ein Paradies auf Erden bezeichnet. Und Playa del Sol, das ist der sonnigste Strand auf der Every World. Where? Die hiesigen Palma und Paradiso lieben es hier zu feiern. Ja, denn das hier sind Paradiso. Keine Palmas. Jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Und das hier sind Cutterquacks. Und die sind wie... Ah! Komm hier. Kann man nur besiegen, indem man... Ah! Ja, genau, das machen sie. Gibt's auch in Mario Galaxy. Die kann man nur besiegen, indem man sie anspritzt und dann auf sie springt. Aber dann sind sie nur für lange Zeit paralysiert und geben einem eine Münze. Von daher. Das ist nur für die 100 Münzen interessant. So, was sagst du denn, Frau? Komm her. Ach ja. Der legendäre Sandvogel wird bald aus seinem Ei schlüpfen. Das hat der Professor der Porta Solo untersucht und behauptet. Toll. Und das hier ist anscheinend eine Dünenwurzel. Toll.
Wow, was ist das? Wow, Pyramide. Das ist ja heavy. Da drüben sehen wir schon eine rote Markierung. Wo erscheint denn da das blaue Münzending? Oh, ich weiß es. Aber da kommen wir eh nicht hin. Von daher brauchen wir hier diese Düse. Das ist die Turbodüse. Genau, die Turbodüse. Ich glaube, hier gab es noch eine blaue Münze drin, ne? Erkunden erstmal das Level. Ja, da, mitten in der Mitte. Das ist wunderschön. Das ist eine blaue Münze, möchtest du speichern? Aber nein. Wer will denn schon Spielfortschritt sichern? Bestimmt keiner. Katakwak besiegt. Die kann man aber echt nicht töten. Ich glaube, mit Yoshi kann man die töten, oder? Aber wir wissen ja jetzt eh schon von Yoshi, von daher. Was war das denn für ein Fußabdruck? Naja, egal. Was war denn eigentlich die Mission? Dünwurzeln bauen so. Ach so, ja, ich weiß. Hier kommt dann die blaue Münze raus, ja. Okay, wir gehen dann mal dahin, wo wir hin sollen, ne? Ich glaube, hier gab es einen Bug. Ja, hier gab es auch so einen Bug. Oh, ich glaube, bringt der rote Katakwak uns nicht sogar eine blaue Münze? Ja, doch. Wusste ich doch. Ich war mir doch sicher, dass der Farbunterschied irgendetwas zu bedeuten hat. So, einmach. Was war das denn, Bug? Das war zum Beispiel auch ein lustiger Bug. Ihr habt's gesehen, ich habe einen Schlampattack gemacht, bin aufgekommen und bin wieder aus der Luft auf den Boden gekommen. Hä, wieso ist der? Nein. Geh auf, du Dünenwurzelkraut. Okay, das war die Mission. Diese Dünenwurzel hat uns eine Sandburg spendiert. Jetzt gehen wir mal durch das Tor, weil stimmt es auf der anderen Seite ein interdimensionales Loch. Und ja, auf der anderen Seite ist ein interdimensionales Loch. Das finde ich doch toll. Ich glaube, das ist auch irgendwas in. Das könnte auch irgendwas in 8-Bit sein, aber. Ich weiß nicht was. Mann, bin ich gut. Ne? Das ist schon echt hier. Ah, boah, wie geht der ab, Junge? Geht der Junge gerade ab hier? Der ist schon gut, ne? Ja. Ach, Mann, okay. Ich nehme alles zurück. Die Level sind die schlimmsten. Diese Party-Level. Okay, jetzt machen wir das einfach mal mit, nicht mit irgendwelchem Speedrun-Zeug. Okay, doch, am Anfang schon, ne? Kann man das ruhig machen. So, und wir machen das jetzt auf, so wie man es machen soll. Das hat auch echt, ich hab Mario 64 gespielt in letzter Zeit, gestern. Weil ich habe jetzt Netflow 60 hier, okay. Und, ja, da kann man einen Hecht machen und... Ich sag, das hier ist der Hechtsprung in dem Spiel. So. Ich glaube, hier gab es auch keine blauen Münzen, ne? Ich weiß generell nicht, ob es in diesen Zwischenleveln blauen Münzen gibt. So, darüber. Ja, nein, hoch da! Ah! Komm schon! Och, Mann, oh! Wie fies! Egal, wir werden das schaffen. Wir werden nicht so fehlen wie in Part 6 am Ende. Nein, schaffen das jetzt. So, Gesprächsthema, muss ich mir jetzt was ausdenken. Da fällt gerade nichts ein, sorry. Nein! Wow, das war knapp. Okay, wir kommen hoch, wir schaffen das. Ich glaube, auf der anderen Seite war noch ein Up, aber das brauche ich nicht. Ich brauche nur die Insigne. Yeah! Okay. Bravissimo! Ich fände es besser, wenn er Bravissimo wirklich sagen würde. Obwohl, ich glaube, das erste Spiel, in dem Mario wirklich etwas sagt, war, glaube ich, Mario... Nee, ich weiß es gar nicht. Er sagt immer so, thank you for playing my game, aber ich glaube nicht, dass er das in dem hier auch sagt. Wo ist denn da gerade eine Münze aufgeploppt? Irgendwo ist eine Münze aufgeploppt. Ding, 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 ding. Siegelspiele. Naja, dieser Name gibt einem schon eine... Oh, was ist das denn? Ein riesiger, hässlicher, grüner Wiegler. Der ist wohl noch grün hinter den Ohren. Alarm! Sieh auf die Spitze des Turms! Was? Habe ich eben gar nicht im Intro gesehen. Ein riesiger grüner Wegler. Der ist wohl auch grün hinter den Ohren. Ah. Oh, was ist das denn für Qu- Qu-
Quatterquacks, die haben gar keinen langen Schnäbel. Das komische Vieh hat es sich dort gemütlich gemacht. Das könnte für das Ei des legendären Sandvogels gefährlich sein. Ja, in der Tat. Und diese Münzen weisen uns ganz dezent den Weg. Ich schau schon nach oben. Gibt's ja irgendwas, wenn man die Surfboards anspitzt? Ich dachte eigentlich, der gäbe es was. Nee, ich glaube, da hinten in diesem Boot gibt's was, ne? Hä? Nicht? Hm, schade, dieser Katamaran. Genau, das ist ein Katamaran, kein Boot. Dann da drüben. Dem Boot. Katamaran. Sein. Nee, irgendwie nicht. Naja. Gehen wir mal weiter. Stirb! Ah, du darfst nicht schlafen. Ah, das war voll effektiv gekillt. So, nach oben sollen wir. Ich probiere jetzt einfach ganz voll schnell hier lang zu rushen, weil ich möchte das Let's Play eigentlich nicht so lange haben, wie es nicht sein muss, sagen wir mal so. So, bei denen hier müssen wir jetzt an den Rand spritzen. So, und dann auf der anderen Seite eine Stampfattacke machen. Boah, dann fliegen die so weg. Jetzt habe ich nicht vorgelesen, was der gesagt hat. Ich spritze sie mit Wasser. Ich weiß nicht mehr, wie habe ich den gesprochen? Ich spritze sie mit Wasser. Nee. Und jetzt ein Stoffattacke. Bäm. Ich spritze sie sowas von. Miau. Wir sind auf einmal nicht mehr auf dem Spiegel, aber egal. Magic? Ja, wir sind irgendwie hier rüber Gute Arbeit. Noch zwei Spiegel. Das finde ich doch schön. Nur noch zwei Spiegel, siehst mal. Kommt voran, wir kommen voran. Kann man nichts gegen sagen. Ja, komm, spritz euch darüber. Oh. Oh, 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 scheiße, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Komm, geht darüber. Geht darüber, ihr geht beide darüber, bitte. Geht darüber, geht darüber, geht darüber. Geht darüber, geht da. Ich hab gleich kein Wasser mehr. Oh, 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 Schnappattacke. Bäm. So. Ja, genau, du gehst einfach mal darüber. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Nein, weg da. Sollst weg da gehen. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ja, richtig. Und jetzt Stampfattacke. Bäm. Sehr schön. Gott, ich habe kein Wasser mehr. Ich hol mal kurz Wasser. Tschüss. Hier war doch irgendwo. Hier war doch eigentlich irgendwo so ein. Na, da unten. Muss ich nicht mal bis ganz zum Wasser laufen, siehst mal. Das war auch ein Level, wo man eigentlich das meiste nur mit Yoshi erreichen kann. Oh, stimmt, hier war eine Palme. Stimmt, ja, das habe ich gewusst. Ich habe aber gedacht, die kommt erst in der späteren Mission. So. Jetzt machen wir erstmal wieder unser ganzes Wasser leer, was wir gerade geholt haben. Für eine blaue Münze. Wieso sichere ich das eigentlich? Ich kann eigentlich bei jeder fünften mal so sichern. Oder je nachdem, wie viele wir halt in einem Part schaffen. Und ich bei der vermutlich letzten, die wir in dem Part kriegen, sichern. Beziehungsweise, es wird ja eigentlich eh immer gesichert nach einer einzigen. Ach, Manno. Komm. Ich schaffe das. So, Ach Gott, was machen die denn da jetzt? Komm her, komm her, komm her. Dankeschön. So, du bleibst jetzt da. Das finde ich eigentlich ganz gut so. Und jetzt weg da, weg da, weg da, weg da. So, schön. Und jetzt Schaffattacke. Bam. Wir hätten vielleicht auch einfach erst mit dem anfangen sollen, was da, wo da nur eins drauf ist mit dem Spiegel, da meine ich, ne? Das wäre vermutlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber die Mission dauert lange. Boah, dauert die lange! Wie komme ich jetzt auf die da? Die grünen Paar, wieso sind die Palmen eigentlich so grün hier, die Paar? Also ich finde die, die nicht so grün sind, besser. Oh. Stirb. Ah, ich hab's nicht getroffen. Naja, egal. Das Spiel ist ja auch der kleinste, ne? Ganz dezent merkt man das so. Und jetzt Stampfattacke. Wow, ist das weggeschleudert worden. Bäm, und jetzt haben wir die Mission geschafft, oder? Das ist ja wie... Oh. Igitt. Der ist auseinandergefallen. Ja, die Mission ist geschafft. Das finde ich doch schön. Aber ich glaube, hier gab es noch einen blauen Vogel, ne? Soll ich da gerade mal nachschauen? Ich glaube, ich probiere es mal aus.
Wow, wie ich hier gerade schön rumstyle, ne? Ihr seht's schon. Ihr seht's schon, ja, ja. Ah. Nein, nicht darunter. Was ist denn hier? Ich glaube, hier war auch noch was Lustiges. Hm, naja, so lustig auch nicht. Oder konnte man hier nicht was abspritzen? Ja, wusste ich doch. Ach, Manu. So, komm, 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 komm. Bildchen, komm. Hier kriegt man eine geheime Insignie für. Ist das nicht toll? Aber die machen wir jetzt nicht. Ah, da oben wollte ich auch hin. Na gut, dann wissen wir schon mal, was wir als nächstes machen, ne? Hey, blaue Münze. Gelbe Münze. Was ist denn hier los? Oh, eine Treppe kann man hier machen. Wollte ich eigentlich gar nicht holen. Wollte es eigentlich um die Treppe machen. So, hier gab es nämlich, glaube ich, irgendwo hier oben einen blauen Vogel. Wie gesagt. Nein, nicht die Schein holen, sondern, oder? Doch, da oben war. Komm her. Blauer Vogel. Huhu. Wo ist er? Vögelchen. Kommen die wieder zurück? Bestimmt. Da ist er, da ist er. Komm her, du. Komm her, du. Ah, oh, da ist die. Glauben so nicht in die Insignie laufen. Nein. Sehr schön. War hier drüben nicht irgendwo eine blaue Münze? Da erinnere ich mich an irgend sowas. Ah, nein! Nein! Juhu! Na gut, jetzt zur Schein. Natürlich, zur Schein, zur Schein, zur Schein. Wo ist sie denn hin? Da vorne. Ich hoffe, jetzt langsam kriegen wir mal eine Düse auf der Ober... auf der Oberwelt, auf der Overworld, wollte ich auch nicht sagen. Ich als cooler englisch sprechender Leute. Ich als cooler englisch sprechender Typ, natürlich wollte ich Overworld sagen, nicht und nicht Oberwelt. Oh, kann nicht mehr sprechen. So, bitte los und jetzt reiner und dann sehen wir jetzt, wie es weitergeht. Wilder Wickler Widerstand. Wow, Wickler ist angry! Eigentlich wollte ich jetzt die geheime Schein holen. Aber das mache ich jetzt auch. Ich gebe. Ah! Nein, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich tue ja nichts. Nein! Ich glaube, er fand das nicht so gut, dass wir ihn da runtergeholt haben von dem schönen Ei vom Sandvogel, der bestimmt keine Rolle mehr in diesem Spiel spielen wird. Garantiert nicht. Und jetzt bitte spritz es an. Nein, komm, spritz es an, spritz. Ah, Mann. So, komm, mach. Ja, dankeschön. So, gehen wir jetzt erstmal hoch. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt erstmal den Wickler zu machen. Der würde vermutlich länger dauern, von daher. Das ist auch nur intelligent. So. Ah! Geht da zu Schein. Nein, 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 nein! Oh, da, da, da. So, okay, wir springen jetzt ganz normal hin. So, sehr gut. Yahoo! Den wilden Wickler machen wir jetzt noch. Wie ist die Scheine eigentlich? Das steht doch. Da jetzt bestimmt. Oder stand das eben da? Ich hab's nicht gelesen. Nee, da stimmt. Wir sind ja nicht bei Mario 64. Okay. In Mario 64 ist das ganz komplett anders. Leider ist so. Wilde Wickler, wie Stand. Ich bin müde. Ah, ich bin müde. Wie viel Uhr ist es? Hm. Moment, da ist eine Uhr. 3 Uhr morgens, also mittags. Ich muss heute aber ganz viel aufnehmen, weil ich, ach, jetzt weiß ich wieder, wie man den besiegt. Ah! Natürlich mit den, mit den Dünenfrüchten. Richtig. Er kommt jetzt gleich, pass auf, pass auf, pass auf. Dann spritzen wir das Ding hier an und dann... Bäm! Liegt er auf der Fräse. Wir müssen dann nach hinten auf das Segment...
Arschattacke machen. So. Jetzt rastet er aus. Wow! Wow, jetzt wird er miau! Okay. Kein Grund zur Beunruhigung. Okay, wenn man kein... Sehr schön. Er ist einfach direkt da drauf gelaufen. Das war bestimmt kein vorberechneter Weg. Der hat eine KI. Dann schnell weg. Ah, der rastet gleich vollkommen aus. Und. Wow! Wow, wo will der denn aus? Wow, da kommt er wieder. Nein, nein, schnell weg! Wow! Mario konnte sich noch mit einem Hechtsprung vor dem Tod retten. Wir hoffen auch, dass er lange Zeit weiterleben wird. Dieses Jahr kommt im Übrigen kein Mario-Spiel mehr raus. Genau, das kann ich euch sagen. Na, oh, komm, Wiggler. Nee, der will jetzt von da vorne gedisst werden. Und wenn er von hier vorne gedisst werden will, dann machen wir das. Kommt er? Er kommt. Ah, schnell! So, und jetzt fliegt er drüber. Komm rein da, Mario. Komm, du kriegst ihn. Bäm. Ha, tot. Der wird zu Sand. Und wird im Wasser nicht nass. Als Sand. Wiggler. Nein. Wenn man euch erzählt hat, liebe Kinder, Sand würde nass, wenn es im Wasser ist, dann habt ihr da irgendwas in den falschen Hals gekriegt. Nee. War eine falsche Aussage, die Aussage von mir war gerade gar nicht logisch, ne? Sind wir haben 5 Insignien in diesem Part geschafft. Das heißt, das, was wir müssen. Das heißt, wir hätten schon ein Part. Nee, 2 Parts weniger gebraucht, wenn wir in jedem Part so viel geschafft hätten. Oder? Nee, wir. Doch. Ja. So. Können wir jetzt eigentlich irgendwas machen hier noch? Ich hab nämlich eigentlich Bock, gerade hier noch sowas auf der Overworld irgendwie zu machen. Ah. Wir machen hier Battle. Battlecorp. Ich meine natürlich Basketball. Hallo, möchtest du gegen ein geringes Entgelt arbeiten? Ich möchte nur, dass du mir Obst bringst. Es gelüstet mich nach 3 Ananas. Dann bring es mir. Ich möchte fette Ananässe. Ich hab zwar schon 2 fette Ananas. So, dann hole ich ihr mal 2 fette Ananässe. Ist die Mehrzahl von Ananas Ananässe? Ananasse? Ananässe? Keine Ahnung. Keiner wollte Chili haben. Bis jetzt. Naja, egal. Komm, geh da hoch. Mario! Geh da hoch, Mann. Kannst auch gehen. So. Sehr gut. Und ab in den Korb mit der Ananas. Ja, komm, du schaffst das, Mario. Komm, geh rein. Jo! Das war doch eine Steilvorlage. Das war großartig. Jo. Kann man gar nichts gegen sagen. Ja. So, nimm mit. Mario, der Ladendieb. Nur, dass er auf dem Markt klaut. Ja. Mario, du solltest dir mal Gedanken über deinen Zuschlagsort machen. Komm, geh da rüber. Ach, da hinten ist er. Sehr schön. Siehst mal, das hat's voll gebracht. Na, komm. Oh. Ach, Mano. Dafür will ich aber auch eine Insignie haben und nicht nur eine blaue Münze. Es gibt jetzt eben eine blaue Münze. Aber ich will eine Insignie haben. Na gut, eigentlich möchte ich von allen hier eine Insignie haben. Dann haben wir nämlich schneller die 120 zusammen, die wir ja machen werden. Ich muss noch eine Beschreibung für Part 1 mir ausdenken. Tja. Wow. Und schmeiß rein! Ah, nein, Ananas! Nein, komm zurück! Ananas! Komm! Ja, sehr schön. Ich muss erstmal schauen, wie weit wirft er denn. Okay, relativ weit. Ich glaube, von dem Strich aus da, das ist so eine
dezente Orientierungssache, oder? Na, ah, knapp daneben. Nein, ich bin kein Ananas. Genau Ananas. Und? Ja, und komm! Au! Rein danken können wir zwar nicht, aber. Oder? Soll ich es mal ausprobieren? Soll ich mal in den Korb springen? Nee. Nee, das funktioniert nicht. Stimmt ja. Das funktioniert ja nicht. Na, geh da hoch. Geh da hoch, Mario! Mario! Mario, Mann, ey! Und. Rüber da! Ach, ah. Nein, Ananas, nein, nicht darunter! Sehr schön. So, bleib hier liegen. Wo bist du? Ananas? Ananas? Bist du schon bei der Frau? Nein! Ich will nicht mit dir sprechen, nein! Ja, ich weiß. Ja! Ah, danke schön. So, kann ich das reinnehmen? Geht das überhaupt? Nee, geht nicht. Will ich auch gar nicht ausprobieren, ich will die nur da rein tun. So, und? Ah, daneben. Ach, komm schon. Das ist doch jetzt echt nicht so schwer. Also. Mann, jetzt sind wir schon 5 Minuten hier dabei, Ananas in den Korb zu schmeißen. Und? Nein! Das ist die letzte, das darf, dürfte etwas länger dauern. Und? Nein, komm schon! Auf dem Korb lang. Ah, kann man so? Ah, knapp. Ich mach das hier. Ich schaff das. Ich schaff das. Und? Ah, komm her, du. Scheiß Ananas. So, komm. Cool, das jetzt da rein. Och, nee. Och, Mann, oh. So, Moment. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. So, und? Ah. Von der vorderen. Von hier. Das ist ein Akt hier. Ja! Oh, er schafft. Danke, Schatzi. Eine blaue Münze. Na egal. Wir müssen die ja eh alle sammeln. Von daher. Ja, oh, geschafft. Gibt's hier unten nicht noch auch noch eine blaue Münze? Oder haben wir die schon? Ne, die haben wir noch nicht. Okay. Diese Kiste wird noch für einen Glitch interessant, den wir benutzen werden. Zumindest werde ich den mal zeigen. So, und dann würde ich sagen, war es auch für diesen Part von Mario Sunshine. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da, der sagt, hey, voll geil! Und hier ist eine Sache stecken geblieben. Eine fette Ananas. Das werden wir uns irgendwann mal anschauen. Ja, tschüss!